Hallo und herzlich willkommen bei Panda TV. Ja, ich spiele hier gerade Arma 3 Breaking Point. Und da gibt es halt so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Zusammenspielermenü. Und ich, da ich eh nichts anderes zu tun habe, habe ich ihm jetzt geschrieben, dass ich vorbeikomme, obwohl der wohl auch nichts mehr sieht. Er ist wohl ziemlich verwundet oder sowas. Und aber ich gebe den die Hoffnung nicht auf, dass ich ihn treffe und ich vielleicht unterwegs irgendwas finde, was ihm helfen könnte. Da ich jetzt aufnehme, ist den Frames, die eh sehr mager waren, nicht sehr hilfreich. Deswegen mache ich jetzt mal Pause und melde mich dann, wenn ich ihn wieder gefunden habe. Bis gleich. So, da hinten ist er, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Hallo! Hurra! Hurra! Kannst du mich hören? Du musst die obere Shift-Taste drücken, wenn du ein Mikrofon hast. Also die Feststell-Shift-Taste. Die obere Shift-Taste. Musst du gedrückt halten. Test? Kannst du mich hören? Ja, jetzt kann ich dich hören. Bist aber recht leise. Ja, warte mal. Ich guck mal kurz. Oh, ich kann dir Painkiller geben. Mach ich mal. Ist es besser? Nee. Null, warum sieht man denn nicht? Weiß ich nicht. Muss ein Mikrofon vielleicht, den Mikrofonverstärker anmachen oder sowas. Im Windows oder gibt es noch ein Game? Nee, in Windows. Ich weiß nicht, ob das im Game... In Windows. Ich weiß nicht, ob das im Game geht. Weiß ich nicht. Ja, ich gehe mal kurz auf den Laptop. Ja. Ich halte die Stellung. Ups. Ja, ich glaube. Wie schaut denn jetzt aus? Ja, jetzt ist wesentlich besser. Hört sich zwar nicht sauber an, aber auf jeden Fall wesentlich lauter. Okay, ja, ich bin gerade ein bisschen überfordert, weil ich spiele das erste Mal wirklich Arma und habe die Standalone noch nicht gespielt und habe hier seit ungefähr 3 Stunden Schwarz-Weiß-Bildschirm. Weil ich nichts mehr sehe. Ja, ich hab dir gerade, also ich hab dir gerade Painkiller gegeben. Also ich spiele zwar schon was länger Arma und Daisy, aber dieses Breaking Point kenne ich auch noch nicht, wie das hier funktioniert. Kannst du bei mir in den Rucksack gucken? Da ist irgend so ein Fläschchen drin, weiß ich nicht, ob du das nehmen kannst. Das ist, glaube ich, Medizin. Das habe ich eben gefunden. Painkiller habe ich dir gerade schon gegeben, aber ist wahrscheinlich nicht besser geworden, oder? Oh, da kommen ganz viele. Na, lass mal ein Stückchen. Also, da wo du jetzt hingehen wolltest, Richtung zu mir, da ist gar nichts mehr. Da ist Tod und Küste. Das einzige, was da ist, ist noch eine Army Base. Achtung! Das ist noch eine Army Base mit Pumpguns, M16, Camouflage-Knarren, aber sonst meditechnischen Essen ist da nichts. Ah. Ja, lass mal irgendwo hingehen. Ich habe auch die Alpes noch nicht gespielt. Ich
Ich habe jetzt noch ein bisschen Munition, aber... Also lass mal irgendwo hingehen, wo die Zombies uns nicht... Da können wir vielleicht noch mal irgendwas ausprobieren. Ob du was essen kannst von mir. Irgendwas okay. Habe ich gefunden. Guck mal, gehen wir mal. Essen... Habe ich vorhin Tiere getötet und eigentlich bis zum Abwinken was gefuttert und gegrillt. Da hatte ich noch Feuerholz. Aber das hat mir nichts gebracht. Beziehungsweise es hat mir so viel gebracht, dass ich nicht mehr ohnmächtig werde. Aber... Ich habe immer noch schwarz-weiß. Ja, das schwarz-weiß wird doch wahrscheinlich nicht eher weggehen, bis du Blut kriegst, ne? Aber wenn du natürlich Fleisch gegessen hast, dürfte es schon was helfen, aber... Ich weiß nicht, wie das hier bei Breaking Point ist. Ja, also ich kenne mich bei der alten Map jetzt auch nicht so aus. Ich weiß noch nicht mal, wie ein Krankenhaus aussieht, beziehungsweise ich weiß auch in keiner großen Stadt, sondern nur irgendwie ein, zwei Dörfer. Ich kenne es auch nur von Let's Plays. So. Ich habe vorhin mal kurz reingeguckt bei dem Let's Player zu dem Breaking Point, aber ich glaube, das war ein anderes. Weil das sieht ja hier schon ganz anders aus. Ja, das ist hier Arma 3. Vielleicht war das Arma 2 Breaking Point, oder? So, haben wir die Zombies abgehangen? Das kann auch sein. Na, glaube mal. Also die Aggro ist ja hier pervers. Also ich habe Türen zugemacht, bin in die Häuser gerannt, durch Büsche. Auf einmal waren 12 Zombies da, das ist der Wahnsinn. Ja, aber dafür sind die ziemlich langsam. Ja, das stimmt. Kannst du bei mir in den Rucksack gucken? Moment. Ja. Sportsback. Also das ist das Fläschchen, ne? Ja, dieses kleine Fläschchen. Wie heißt das denn? Wo ist das? Hast du schon? Muss mal gucken, ob das dir das was hilft. Antiviral. Ne, das habe ich vorhin schon mal eingesammelt, in Hoffnung, dass es funktioniert, aber das scheint echt nur gegen Erkältungszustände zu sein. Ja gut, dann... Dann weiß ich auch nicht. Dann müssen wir mal gucken. Also wie gesagt, rechts von uns ist halt gar nichts mehr an Stadt. Da geht die Straße nur noch geradezu aufs Meer. Und ich hoffe mal, dass das irgendwie eine Stadt ist oder so. Also da, wo ich herkomme, weiß ich, dass da eine Stadt ist. Da bin ich nämlich eben gestorben. Aber wie gesagt, das ist wieder ein ganz schönes Stück zurück. Okay. Da war ich nämlich auf so einem Aufsichtsturm oder so, da habe ich mich letztens mal ausgelockt, habe das nur mal kurz Achtung, angespielt. Zombies. Ach, nicht in den. Ja, lass mal abhauen. Die Kacke ist ja, ich kann nicht richtig zielen, weil mein Bildschirm ist mal gestochen scharf und dann wird er wieder voll unscharf und dann so in zwei Sekunden. Ja, gepackt. Aber wenn wir jetzt laufen, sind die eh gleich weg, die Zombies, ist auch nicht nötig zu schießen. Ich habe nur eine Magnum, wenn ich einen abknall, kommen 10 neue, also das hat auch keinen Sinn bei mir. Die ist so laut. Ja, ich habe nur die normale Macher. Ah, die ist wenigstens schon leise. Ich kann das nicht interpretieren. Ist das auf der Map jetzt gerade dunkel oder ist es Tag? Ne, es wird gerade dunkel. Also es ist noch hell, okay. Aber es ist schon sehr dunkel bewölkt. Also hier war ich schon eben gucken, hier ist auch nichts Besonderes drin. Okay. Ich habe sogar einen Quad gefunden. Aber ist leider kaputt. Echt geil. Und ich weiß auch nicht, wie die repariert werden. Ich glaube, du musst einige Sachen sammeln. Mit irgendwelchen Tapes. Ja, also ich weiß, dass du jetzt hier auch craften kannst. Und ich habe jetzt auch hier so Blueprints eingesammelt. Da kann ich mir ein Zelt bauen. Aber was das dann bringt, ob du dann deine Sachen reinlagern kannst, wie bei dem alten Daisy, keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht. Und die Standalone hast du noch nicht? Nee, die kaufe ich mir so in den nächsten 4-5 Tagen, wenn die Garage wieder da ist. Wenn die Garage. Na, weißt du, am Ende des Geldes ist noch so viel Monat, ne? Ja. Ich kenne das. Also die Standalone habe ich schon angezockt, also die finde ich auch definitiv richtig geil. Das macht Bock. Ich denke, die hast du nicht. Wie hast du die denn angezockt?
Ich habe mich beim Kumpel in Steam-Account eingeloggt und habe es mir dann mal runtergeladen und mal ein, zwei Tage angespielt. Also ich war da richtig nass drauf. Weil, also DayZ war schon immer sehr umfangreich und da mich das damals bei der Alpha da immer noch mit den Bugs aufgeregt hat bei Arma 2, und mir etliche Verluste und Tode und Nerven irgendwie verloren habe, habe ich dann mal Dave und WarZ gespielt, aber das kann ich auch knicken. Jetzt habe ich mir Nether geholt, aber das ist auch nicht so der Burner. Kenne ich halt nicht. Also WarZ kenne ich, aber das habe ich mir nie geholt. Das oder habe ich die Demo gezockt? Ich weiß es nicht. Ich habe es mal gezockt, aber... Ja, also Nether ist jetzt nicht schlecht. Es hat eigentlich eine coole Grafik. Jetzt haben sie ein U-Bahn-System in die Stadt mit reingepatcht. Du hast ein kleines kleines Skill-Tree, aber die sind nach dem Tod dann eh weg, also die bleiben nicht. Motorräder, also Motocross haben sie jetzt reingepatcht. Dann gibt es irgendwie so Gleiter, die kannst du dann in der Survivor Base kaufen, da kannst du dann vom Haus runterspringen, also wie so ein Gleitanzug. Und naja. Ist ganz witzig, aber läuft deiner denn da hoch und meiner läuft da nicht hoch? Komisch. Keine Ahnung. Liegt daran, weil ich wahrscheinlich eh schon so gestraft bin. Meinst du, das ist der Mitleidsbonus? Naja, dafür, dass ich schon seit ungefähr 3 Stunden mit Herzschlag-Sound im Headset überleben muss. Ach du Scheiße. Wie ist das denn passiert? Von Zombies oder was? Ja, das war schon spektakulär. Eigentlich, was ich jetzt so mitbekommen habe in meinem Spätsel, dass wenn du lootest, greifen die Zombies sicher nicht an. Und ich war in einem Haus und da waren 2 Koffer im Flur und die wollte ich gerade looten. Und auf einmal greift er mich trotzdem an und habe ich 3 Magazine in ihn reingepumpt. Ja, der ist nicht gestorben, der schwule Zombie. Dann konnte ich auch nicht abhauen, weil auf einmal konnte ich nicht mal in den Koffer vorbeirennen und das war's dann. Und dann hatte ich noch eine Bandage. Ah, hier kommt ein bisschen ein Tier. Was? Warst du in dem Dorf? Warst du in dem Dorf schon? Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt ist. Ja, ich glaube, da hinten links am Strand bin ich gespawnt. Also ein Dorf ist das eigentlich nicht. Da sind ein paar Häuschen, aber das war dann. Aber wenn wir jetzt die Richtung irgendwie weiterlaufen, über den Berg kommt eine größere Stadt. Ja, das ist cool. Hoffentlich gibt es mal ein Krankenhaus oder so. Ich finde es ja auch total geil, das System bei Standalone mit dem Blutpack, dass du anderen Leuten das Blut abfassen kannst. Ja, ja. Da kannst du viel Schindluder mit treiben. Das Quad war hier hinten rechts irgendwie in der Scheune. Stand das hier? Da ist doch rechts noch so ein weißes Haus. Ich meine, da stand das Quad drin. Aber nützt uns ja nichts. Woran erkennt man denn hier, wann man was essen muss? Das weiß ich leider auch nicht. Also ich habe jetzt mal das mitbekommen, dass es ungefähr wie bei Standalone ist. Oh, ich die ganze Zeit mit dem Magen knurren. Hm. Ich glaube, ich darf nicht mehr so viel laufen. Jetzt zeigt mir hier irgendwas an, ich bin am wie heißt das? Dehydration. Starvation oder was? Ja. Was da steht. Ja, das habe ich auch irgendwie. Ja, ich renne ja schon, seit der Server neu gestartet ist, renne ich ja schon. Ja.
mich nicht alles täuscht, kommt jetzt hier hinter dem nächsten Berg kommt eine Mine und da kommt noch ein kleiner Berg. Und dahinter müsste die Stadt sein. Ja, okay. Sind wir Handfeld? Nee, das ist Schilf. Das hätte ich gerochen, wenn das Hanf wäre. Er läuft doch gar nicht mehr schnell. Also der geht nicht mehr schnell, der geht nur ganz langsam. Ja, das ist das Einzige, was mich so an Armer ein bisschen aufregt, diese fünf verschiedene Tasten, die du oft so den doppelklicken kannst und deine Geburtssteuerung gerade voll für den Arsch ist. Achso, meinst du, das liegt daran? Ich glaube eher, dass ich zu viel gelaufen bin. Also ich renne jetzt auch nicht, ich laufe ganz normal. Ja, meiner geht, aber meiner ist eben schneller gegangen. Aber was ich jetzt gerade sehe bezüglich dem Doppelklicken, ich glaube, ich habe jetzt die ganze Zeit den Chat abgeschaltet. Ja, in den Chat kannst du doppelklicken, da bin ich auch froh drum. Ich habe nämlich eben die ganze Zeit vergessen zu drücken. Wir haben mit Zählen und haben erzählen. Ja, aber ich habe die ganze Zeit hier das jetzt gehalten, wie so ein Idiot, und komme mir vor, als ob ich hier einen neuen Gitarrengriff gerade übe. Ja, ich bin da noch nicht so ganz. Ja, das ist hier schon ein bisschen kompliziert. Ja, Armer ist schon cool, aber ich habe jetzt auch sozusagen noch nicht mit Clan gespielt oder so jetzt die richtigen Szenarien oder. Ne, ich spiele auch meist alleine, aber das kotzt mich immer ein bisschen an, wenn ich dann so die Let's Player sehe und so. Also ich nehme auch so ein bisschen auf, aber alleine ist halt immer scheiße. Da willst du nicht genau, was du machen sollst, und dann läufst du und läufst und läufst du, sammelst du und dann bist du tot. Alles für den Arsch. Ja, nee, ich krieg's ja nicht mal gebacken, diese erste Standardmission zu machen, wo du dann zu dieser Base da im Heli hinfliegst und dann mit deinem Commander Hauptmann Farge und weiß der Geier da kurz durch den Wald rennt und da kommen dann steigen zwei Typen, ich krieg die Typen nicht tot. Egal wo ich mich hinlege, egal wie ich mich hinstelle, geht nicht. Ich glaube, ich habe die Mission, bei Arma 3 meinst du jetzt? Ja. Ich glaube, ich habe ja dann auch keine Mission gespielt. Aufs wird macht, der legt sich von alleine hin. Ich glaube, der ist im Arsch. Oder war das der Stein? Das könnte ein Stein gewesen sein. Ja, wenn nicht, dann lassen wir die Typen mal kurz durchschnaufen, dann kann ich mir eine Kippe drehen und dann kann ich auch... Ja, ich muss eh mal pinkeln. Komm, dann legen wir uns hier hinter den Stein. Ja, warte, dann komme ich eben, weil pinkeln muss ich auch, ein gutes Stichwort. Ja, ich hier mal eben pinkeln.